schlau gemacht, ob es wirklich so cool ist, wenn man ständig unter Leuten ist. Dafür habe ich mich mit Ellie verabredet. Sie besucht die Internatsschule Marienau. Internat bedeutet, Ellie lernt nicht nur in der Schule, sondern wohnt auch dort. Und das nicht allein, sondern mit ganz vielen anderen Schülern. Ellie nimmt mich mit zum Unterricht. Ihre letzte Stunde für heute. Sag mal, wie oft siehst du deine Klassenkameraden eigentlich? Beim Frühstück, in der Schule, beim Mittagessen, danach beim Abendessen, in der Lernzeit, also eigentlich so gut wie den ganzen Tag. Nach der Schule geht man hier in Marienau nicht nach Hause, sondern auf sein Zimmer im Internat. Ellie will mir ihr Zimmer zeigen. Sie wohnt mit Lina zusammen. Lina ist eine Klasse über Ellie. Ihr Zimmer haben die beiden selbst gestaltet. Ellie ist in ihrem vierten Jahr auf dem Internat. Lina ist seit letztem Schuljahr da. Was ist denn jetzt das Schönste für euch im Internat zu leben? Die Leute, ja. Dass immer was los ist. Und es ist nie langweilig im Internat, weil überall immer irgendwas passiert. Und ja, und dass die besten Freunde nur eine Tür weiter sind, sodass genau. Man nicht erst eine Stunde dahin fahren muss. Oder und so. Was macht ihr, wenn ihr Streit habt? Also man kann sich ja hier schlecht auf den Weg gehen. Ja, das gehört ja auch dazu. Also es ist total normal, dass man sich mal streitet, aber das lässt sich dann auch schnell klären meistens. Also genau. Es gibt nichts, wo man sich für ein Leben auseinanderstreiten kann. Auch beim Essen ist man im Internat natürlich nicht allein. Es gibt feste Essenszeiten, man sitzt immer in der gleichen Tischgruppe und einfach nach dem Essen aufstehen ist auch nicht. Man wartet, bis alle fertig sind. Wenn man immer alles gemeinsam macht und sich nach anderen richten muss, nervt es dich irgendwann? Nein, also es nervt am Anfang, stört es halt schon echt, aber nach der Zeit gewöhnt man sich echt schnell daran. Es lernt man hier auch dadurch, dass man immer was zusammen macht und das gehört irgendwann dazu, also man gewöhnt sich dran und dann ist es einfach nur schön, dass man immer jemanden hat. Nach dem Essen ist Hausaufgabenzeit. Auch hier ist Ellie nicht allein. Aber das hat auch Vorteile. Du, Lina? Ja? Kannst du mir helfen? Ja. Was ist denn? Hier, ja? Ja, ich denke schon. Man kann sich unterstützen. Danke. Bitteschön. Es gibt aber auch Momente, in denen Ellie ganz für sich sein will. Warum ist es denn wichtig, dass du auch mal alleine bist? Also ich finde es total schön, dass halt immer was los ist. Aber ab und zu ist dann auch wichtig, einfach mal sich ein bisschen Ruhe zu gönnen. Wenn ich halt Musik mache, kann ich dann abschalten, weil man halt eher darauf achtet, ob man die richtigen Töne spielt, wie das klingt. Und dass man halt so in der Musik drin ist, dass man den Rest halt so vergisst. Abends ist dann aber doch wieder Internats-Action angesagt. Und ich habe das Gefühl, dass es wirklich ganz cool sein kann, wenn man so wie Ellie ständig unter Leuten ist.